Ja, wir sind im Isolationssektor. Den erreicht ihr ganz einfach mit dem Lift. Und dann Richtung Panoptikum. Hier waren Gegner, ich bin da leider schon dreimal gestorben. Oder viermal sogar. Das sind nämlich Gegner. Level 4, die sind gar nicht so einfach zu knacken. Und da drin sollte auch noch eine Kiste sein, die hat mich schon gelootet. Ja, die hat mich schon gelootet. So, dann kommen wir hier in diesen Sektor. Da ist eine, ist dann blockiert, da muss man diese zwei roten Dinger runterschießen. Und jetzt kommen halt dann eben diese. Unheimlich hier. Aus, das lernen wir hier fast richtig. Ja, weiter können wir noch nicht durch. August 1964. Wir fanden das älteste Haus. Beim Erforschen eines vermutlich gewandelten Weltereignisses in einigen New Yorker U-Bahn-Tunneln. Die Agenten fanden den Weg hinein ins Gebäude. Sobald wir es bemerkten, war es da. Für alle anderen blieb es gut sichtbar versteckt. Ein flirrend blinder Fleck, der nicht gesehen werden wollte. Es ist ein Ort der Macht. Ein fortlaufendes eigenes AWE, scheinbar innerhalb seiner physischen Form gefangen und doch ständig die Grenzen unserer Realität überwindend. Instabil, wandelbar. Hinweis,
Für weitere Details zu Kontrollpunkten sowie Forschung und Wegen zur Stabilisierung und Sicherung der Kernsektoren gibt es eine eigene Präsentation. Nach intensiver Forschung und Untersuchungen wurde das Haus zum Hauptquartier der Behörde am 13.11.1968. Das Federal Bureau of Control war nie öffentlich aktiv. Es war immer ein getarntes, streng geheimes Unternehmen. Umso verblüffter waren wir, als die blickgeschützten Aspekte des Gebäudes begannen, sich schleichend auf die gesamte Behörde auszuwirken. So, sorry, a headset war leer. So, wir müssen. P6 ist der Code der Behörde für Dylan. Seine Zelle wurde geöffnet. Hat das zwischen ihnen gefunden? Bist du bei ihm? Kannst du ihn schützen? Okay. Wow. Wow. So, keinen Post schon mal. So, keine Ahnung. Sieht da jetzt machen was.
So, keinen blassen Schimmer. Was es hier zu machen gibt. Ah. Ah, jetzt da. Haben wir schon. So, finde Dylan. Es ist lange her, seit ich Dylan zuletzt gesehen habe. Ich habe jetzt kommen wir in die Brandschneise, okay. Was für ein Mann er wohl werden würde. War das alles für ihn genauso hart wie für mich? Hier dran war es vielleicht sogar noch härter. Oh, hallo. Kann ich irgendwie helfen? Ich bin Jessie, die neue Direktorin. Ich muss da rein. Neue Direktorin? Aha, ah, gut. Okay, hallo, ich bin Frederick Langston, Leiter des Panoptikons.
Das ist gerade keine gute Zeit für eine Tour. Zischer überall, viele Zellen aufgebrochen, Systemausfälle links und rechts. Aber gut, Sie sind die Direktorin. Also gehen wir. Das von Zachariah Trench gegründete Panopticon ist unser topmodernes Lager für alle gewandelten Objekte. Dafür haben wir keine Zeit. Und mir wurde gesagt, Dylan Faden ist hier. Können Sie mir helfen, ihn zu finden? Faden? Klar. Darling wollte ihn sicher und isoliert haben. Weg von anderen Leuten. Er ist in einer Hochsicherheitszelle oben. Aber wir haben gerade ein dringendes Problem, Ma'am. Ein freies Objekt der Macht sorgt da drinnen für Chaos. Der Benikoff-Fernseher. Der Hammer, das Ding. Salvador ist mit einem Team rein, aber wir haben seit Stunden nichts von ihnen gehört. Das ist ein Kategorie 5 ODM. Und wenn wir es nicht bald eindämmen, wird es das Panoptikon zerstören. Und wir wollen nicht, dass diese gewandelten Objekte freikommen. Glauben Sie mir. Dylan ist da drin. Öffnen Sie die Tür, Langston. Ich kümmere mich darum. Wenn Sie es sagen, normalerweise sage ich Neuen, Sie sollen nichts anfassen. Also, bitte. Hier, ich öffne die Tür für Sie. Und bitte, Ma'am, nennen Sie mich Fred. Danke, Langston. Hey, hören Sie mal. Isolationsbruch in Panoptikon-Zelle 69. Verstehen Sie? 69. Was soll an einem paranatürlichen Wesen, das aus Zelle 69 entflohen ist, komisch sein? So. Das Panoptikon. Dylan ist in der Nähe. Aber das Objekt der Macht könnte alles zerstören, bevor ich ihn finde. So, ja, hier machen wir mal Halt. Hier machen wir mal Stopp. Das geht dann weiter beim nächsten Mal. Wenn die Benikoff TV ein Objekt macht, geht eben eine. Ja, bis dahin, danke fürs Zusehen, ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat und nicht vergessen, ein Abo, wir wollen die 50 Abo erreichen und ja, wie immer, bis zum nächsten Mal, euer Lizinator.